So, wunderschönen guten Morgen miteinander. Ja, lang ist es her, seit wir das letzte Mal ein Video über einen Kaffeebereiter gemacht haben. Aber wie ihr wisst, es ist halt eine spezielle Zeit. Somit ja, bin ich eher auf Lösungssuche bezüglich Museum, wo es angeht oder wer es erwerben wird. Und so bleibt natürlich nicht so viel Zeit übrig, mich mit dieser wunderschönen Sammlung zu befassen. Aber ich denke, heute möchte ich euch doch ein bisschen einen Schmankerl zeigen. Und zwar ist letzte Woche folgende Buch eingetroffen. Der Mrs. Beaton's Book of Household Management. Schaut mal, wie schön. Ist leider nicht die erste Ausgabe, macht aber nichts. Es ist vom Jahrgang 1901, wenn ich mich nicht irre. Falls jemand sagt, das wäre doch spannend für meine Sammlung. Ja, 1901. Und wieso habe ich so Freude an diesem Buch sozusagen? Hauptwerk befasst sich schon vor allem mit Rezepten etc., wie man das Management im Haushalt hat. Ist ja eigentlich die Mrs. Beaton sehr bekannt in England, Autorin von dort. Und was natürlich mein Herz erfreut hat, es hat ein paar Einträge über Kaffee, aber gering, so zwei, drei Rezepte. Aber die grösste Freude ist auf 1192, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Jetzt schauen wir mal, was da steht. Und zwar beschreibt sie, wie man Kaffee mit der Urne am besten zubereitet. Der sogenannte Loisel Hydrostatic Urn. Teilt sie uns mit, dass wenn man Kaffee mit der Urne möchte zubereiten, einerseits empfiehlt sie, frisch gerösteten Kaffee zu machen, frisch mahlen. Erst dann haben wir das Hauptpotenzial von unserem Kaffee. Dann sagt sie noch, am besten die Urne vorgängig mit heißem Wasser aufwärmen, weil sonst, wenn man hier jetzt den Kaffee zubereiten würde, würde viel Wärme verloren gehen. Und nachdem die Urne erwärmt ist, sagt sie, dass sie pro Gast empfiehlt 0,5 Unze. Also das sind 14,2 Gramm pro Gast, also pro Person, pro Tasse. Und somit sich ergibt, pro Unze, also pro 28,4 Gramm, soll man das mit 1/3 Pint Wasser zubereiten. 1/3 Pint sind plus ou moins 190 Milliliter. Was spannend ist, wenn man so ausrechnen würde, wäre Konzentration 150 Gramm Kaffee pro Liter. Also sehr konzentriert. Aber sie erklärt auch, wieso. Und zwar, wenn man jetzt mit dem vorgehen würde, also wenn man so die Urne hätte, dann sagt, okay, jetzt haben wir Gäste, dann müsste man schauen, wie viel Pint die Urne beinhaltet. Da oben steht es, wahrscheinlich sieht man es nicht, aber da ist so eine Plakette, wo einerseits die Seriennummer steht und eben, dass es ein Loisel's Patent Hydrostatic Percolator ist. Und es ist jetzt eine Urne für 4 Pint. Das heisst, wir müssten 12 Unzen Kaffee, die plus ou moins 340 Gramm wären. Also ihr seht, die Kaffeeapparate oder die Urne hatten, die haben müssen auch wahrscheinlich Bätzeli haben, weil 340 Gramm, das ist nicht ohne, das ist viel Kaffee, den man hier muss einsetzen muss. Natürlich wären die gerechnet auf etwa 2,27 Liter Wasser. Und dann sagt sie,
ihr müsst den oberen Filter entnehmen. Ihr seht, hier unten hat es nochmal einen Filter. Und ihr seht den Rohr. Der ist unten geöffnet. Ihr werdet auch sehen, wieso. Der untere Filter müssen wir drin lassen. Dann würden wir die 340 Gramm mahlen. Die rein tun. Dann müssten wir den oberen Filter draufstellen. Und jetzt kommt das Schöne. Sagt sie, wir müssen hier den Deckel abschrauben und den Deckel wie als Trichter verwenden. Ja. Das klingt wie eine quietsche Ente. So. Jetzt würden wir die 2,28 glaube ich, Liter Wasser aufwärmen, separat. Und dann würden wir die hier oben im Trichter eingießen. Dann empfiehlt sie, sobald das Wasser das Rohr runter, runter diffundiert, hier habt ihr ja gesehen, da haben wir ja den Filter, dann durch den hydrostatischen Druck, weil natürlich hier mehr Wasser nachkommt, würde das Wasser dann aufgepresst werden. Und da würde sich der Kaffeemehl mit dem Wasser so ein bisschen, beim Whirlpool, ein bisschen vermischen. Und sobald hier oben kein Wasser mehr kommt, sofort den oberen Trichter abschrauben, zumachen und Deckel drauf. So, dass einerseits Wärme bleibt, aber wie wir auch wissen, die Aromatik. Ja? Weil alle filigranen Aroma würden sonst ja unseren wunderschönen Raumduft geben, aber nicht einen komplexen Kaffee. Dann sagt sie, wenn das dann gemacht ist, sie sagt jetzt nicht genau, wie viele Minuten da etc., dann sollen wir je nach Größe der Urne 1 bis 3 Tassen entnehmen. So, zack, entnehmen. Und dann direkt hier oben wieder zurückleeren, sodass eine Konzentrationsangleichung entstehen würde. Nochmal eine Tasse, dann nochmal hier. Ich würde sagen, bei so einer Größe würde man 3-mal das drüber. Zack. Und Kaffee ist vorbereitet. Sagen wir ja, aber ist ja 150 Gramm pro Liter. Das ist schon etwas heftig. He? Und das ist ja so, dass sie sagt, jeder Gast würde maximal 1/3 Kaffee beziehen in der Tasse. Also die Tasse 1/3 füllen mit Kaffee und mit Milch oder heiße Milch oder Creme, also so vielleicht eine flüssige Sahne, können wieder verdünnen. Das heisst, das hat, da innen haben wir einen konzentrierten Kaffee, wo dann der Gast dementsprechend hat können verdünnen. Wir haben ja vorher gesagt, es sind 0,5 Unzen pro Gast. Jetzt haben wir hier 12 drin. Das heisst eigentlich, für 24 Personen würde so eine Urne dann reichen. Also ihr seht, man lernt aus diesen Büchern. Jetzt ist wirklich schön, wenn man so wieder so ein Puzzlestück findet und sagt, hey, schaut her, wie sie uns hier die Zubereitung empfohlen hat. Und das macht dann Freude, wenn man so zwei Sachen finden, die dann zusammengehören und auch die sollen auch zusammenbleiben. Also, ich hoffe, ihr habt etwas Neues können lernen oder entdecken. Und vielleicht habt ihr jetzt auch etwas, das ihr danach suchen könnt. Ja, Mrs. Beatons. Household Management Book. Also, tschüss zusammen.